Hey, liebe Freunde, da sind wir auch schon wieder hier bei Xenoblade Chronicles 3, die erlöste Zukunft. Weiter geht es hier in den Schwarzen Bergen, wo wir ja immer noch auf dem Weg zur Gefängnisinsel sind. Wo genau die gerade steckt, ich schätze mal, ja, irgendwo da muss sie ja sein. Das ist eigentlich ja, glaube ich, dieser richtig schwarze Fels da vorne. Wenn ich mich nicht irre, denn ja, der ist nämlich ja direkt unter der Arche, dem Ursprung. Ja, ich habe mich sogar eigentlich auch mal offscreen so ein bisschen daran gemacht, ein wenig, ja, das Collecticon zu erweitern, könnte man so meinen. Also ich habe auf jeden Fall einiges gesammelt und dabei größtenteils auch erstmal hier meine Karte wieder etwas vervollständigt. Ja, hier in den Bergen natürlich jetzt erstmal nicht, aber wir können eigentlich ja mal woanders ein bisschen gucken, weil, ja, zum Beispiel hier unten in den Zinnoberwäldern habe ich eigentlich so gut wie alles vollständig. Das Einzige, was momentan noch fehlt, sind zwei einzigartige Gegner, mit denen ich mich allerdings momentan noch gar nicht anlegen will, weil die über Level 90 sind. Ja, das ist nämlich halt tatsächlich das große Problem. Ja, hier ist eigentlich ja noch ein bisschen was offen. Also hier könnte ich ja natürlich noch einige Sachen erledigen. In dem Aurora-Plateau. Also ja, soweit ich mich erinnere, genau hier war irgendwo tatsächlich ein Bereich, den ich ja leider noch nicht machen kann, weil mir dafür ein nötiges Bauteil für einen weiteren, ja, für ein weiteres Ätherseil fehlt. Denn sonst, ja, wäre ich nämlich schon gerne eigentlich ja irgendwo hier gewesen. Also hier, dieses, genau, diesen Ätherlift hier will ich machen, aber ja, da fehlt mir noch erstmal ein bestimmtes Bauteil dafür, das ich leider noch nicht gefunden habe. Ja, deswegen, ja, machen wir erstmal hier ein bisschen weiter, denke ich mal. Also wir müssen ja hier einiges noch sammeln und ich bin ja auch gerade dabei, hier eine kleine Nebenaufgabe zu erledigen. Also ich habe ja sowieso noch ein paar Sachen offen und tatsächlich, wie es der Zufall so will, sind viele der Nebenaufgaben auch auf diesen Ort hier verwiesen, könnte man meinen. Also ja, also hier müssen wir eigentlich ja einiges tun. So. Gut, dann machen wir erstmal mit dem Collecticon noch ein wenig weiter. Und das war's. Dunkler Lycnos ist erledigt. So, den haben wir ja schon mal auf der Liste. Also ich werde jetzt mal natürlich hier alles machen, was jetzt hier noch erstmal fürs Collecticon erledigt werden muss. Das Gute ist ja wenigstens, ich kann hier alle erstmal schön mit Präventivschlangen eindecken. So, dunkle Garife. So, und hier waren ja auch noch erstmal ein paar Gegner. So, Bergbisugi ist erledigt. Oh, da ist ja noch einer. So, der ist auch futsch. So, und du kommst auch noch hier an die Reihe. Autsch! Oh Mann, das war jetzt echt nicht gut. So, kann den einen aber bitte schwanken lassen. Okay, da muss ich echt mal aufpassen. Wow. Okay. Das hat auf jeden Fall schon mal gesessen. Heiliger Strahl. Ah, Mann. Blöder Schwankeffekt. Ja, aber wir schlagen uns gut gegen den.
Wow. Oh, verdammt, da hat's mich voll erwischt. So, danke. Das sollte schon mal genügen. Zeit für die Angriffskette. So, dann würde ich mal sagen, ja gut, ich fange zuerst mal mit Glimmer an. So, dann wollen wir mal schauen. Garantiert Bewertung, wenn er das Kommando abschließt. Er gibt exzellent. Wird aber in der Angriffskette nicht reagiert. Oh, okay, da habe ich sogar zwei von denen. So, gut, dann würde ich mal sagen, als erstes fange ich ja natürlich mal hier mit Schulk an. Und dann mache ich erstmal Heilung. Okay, egal, macht nichts. So geht's auch. Okay, Schulk ist back. Ah, schon Rex hier. Ja gut, dann mache ich erstmal hier mit Matthew rein. So, 150. Ach egal, machen wir einfach mal. Wird zwar jetzt schon wieder auf 100% kommen, aber egal. Oh nee, doch nicht. Doch nicht. Okay. Na gut, dann mache ich mal... Dann würde ich mal sagen, ich mache mal das hier. Dann machen wir das. So denn, gut. Garantiert Bewertung sehr gut. Ich mach das hier. Das sollte schon mal genügen. Boah, da drückt Schaden raus. Nicht schlecht. Sehr schön. Oh, neue Noppern-Medaille. Das ist gut. So, dann sehe ich mir jetzt erstmal hier ein bisschen in der Gegend um. Hier scheinen noch ein paar Sachen rumzuliegen. Ja, bestimmt da oben auf dem Felsen, ne? Okay, gut. Dann müssen wir also endlich mal rauf da. Ah, immerhin, hier finden wir eigentlich auch noch erstmal einiges an Zeugs. Ich muss eigentlich ja mal gucken. Wenn ich mich jetzt nicht irre, müsste ich doch eigentlich...
Ah, nee, noch nicht ganz. Eine fehlte immer noch. Aber. Ah, nee, gut. Bei Matthew habe ich eigentlich auch schon alles voll. Ja, alle sind ja jetzt eigentlich ja beim Maximum. Aber ich muss ja trotzdem immer noch so ein bisschen sammeln. Also ich will ja eigentlich ja erst bei allen die Harmonielizenz. Also die dritte Harmonielizenz ja erst freischalten, wenn ich auch wirklich alle 6 Stück dafür habe. Oh, oh Gott. Oh, da braucht jemand Hilfe. Das war schon wieder so ein blöder Vogel, ey. Autsch! Mann, immer das Gleiche. Hä? Was? 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 Oh, gewonnen. Oh, und der Flüchtling erlebt. Sehr schön. Hey, alles in Ordnung? Ich will nach Hause. Noch einmal die City sehen. Nein! Ey, komm schon, du darfst nicht einfach so. Och, Menno. Verdammter Mist. Ach Mensch, das war jetzt fies. Ach, ich meine, der Typ war doch eigentlich noch so ziemlich gut am Leben. Der hatte noch eine Menge HP übrig und trotzdem, ach, gemein. Naja, wie auch immer. Oh, Panoramagespräch. Oh, okay. Wenigstens die Bergbisoren sind fertig. So, dann sehen wir uns mal das hier an. Panoramagespräch. Ja, da fällt mir eigentlich ja sowieso gerade ein. Ich habe ja noch ein paar Panoramagespräche über. Still think about going back, Glimmer? Ugh, dude, can you stop with the pitying look? Please and thank you. I was just remembering. That's it, I swear. But, I mean, you were close to homecoming. Ugh, I'd be lying if I said I was over it completely. But I don't want to run away from this. Least, not anymore. Being around you guys is full of frustrations, not to mention surprises. I don't have the time to wish I was elsewhere. Which emotion is that again? Are you feeling angry? Nicole, you really need to work on your conversational skills. Huh? Da hat sie nicht ganz unrecht. Er merkt eigentlich ja schon, Nicole kann nicht so gut mit anderen. Also, er kann nicht so gut mit anderen reden. Und oftmals fällt es ihm natürlich auch ein bisschen schwer, sich durchzusetzen. Okay, neuer schwarzer Kristall. Großartig. Ja genau, wo war ich ja stehen geblieben? Genau, ich habe ja eben gerade erwähnt, wir haben ja noch eigentlich ja ein paar Panoramagespräche offen. Unter anderem ja natürlich auch noch das bei diesem alten Tempel da vorne. Wo wir eigentlich auch schon öfter mal waren und da, wo ja natürlich auch Glimmer und Nicole ihre Ouroboros-Kräfte verstärkt haben. Irgendwo muss hier noch das Item sein, aber ich sehe gerade nichts. Irgendwie ist gerade die Kamera so komisch. Ja, und da dachte ich mir jetzt eigentlich ja gerade noch, ich könnte ja tatsächlich mal die Gespräche jetzt gleich hier mal nacheinander zeigen. Also die Zeit dafür können wir uns ja mal nehmen.
allzu eilig haben wir es ja gar nicht. Und man findet ja eigentlich auch ein paar wichtige Sachen darüber hier noch heraus. Boah, vorsichtig. Oh gut, den haben wir noch gar nicht. Machen wir schnell fertig. Okay, da fehlt noch einer. Okay, das muss ja wirklich ganz oben sein, oder? So, Drachentor. Ja, kommen wir da nicht hin? Na, vielleicht von der anderen Seite aus? Oder ist es wahrscheinlich, oder wahrscheinlich ist es halt der beste Weg, da von da oben hinzukommen. Ja gut, wie auch immer, dann wollte ich ja wie gesagt eigentlich ja gerne die Panoramagespräche mal schnell zeigen. Einfach weil wir sie gerade hier haben. Da hätten wir zum Beispiel eines ja jetzt erstmal hier bei der Raguel-Brücke. Und ich verwechsel schon wieder die Tasten. Danke auch dafür. Das könnten wir erstmal zeigen. Hier ist eigentlich ja immer noch nichts da. Also soweit ich weiß, taucht hier eigentlich ja irgendein Vieh. Das werdet ihr gleich sehen. Ich habe mir eigentlich nämlich schon mal in einem anderen Spielstand diese Gespräche vorher mal angesehen, aber dann habe ich mir mal so gedacht, ach nee, sowas will ich dann tatsächlich doch lieber hier während der Aufnahmen zeigen. Also gehen wir einfach mal kurz runter und sehen uns das mal an. Okay, mir fällt gerade jetzt mal so spontan auf, der Mantel von Rex sieht irgendwie richtig verdreckt aus. Auch die anderen hier bräuchten wir eigentlich ja mal wieder ein bisschen saubere Kleidung, also... Sobald wir mal beim nächsten Rastpunkt ankommen, unbedingt mal Klamotten waschen. So, und erstmal das Panoramagespräch hier bewundern. This place reminds me of a legend. The Lord of Raguel Lake. Lord? They say it's only ever sighted on stormy days. It's reputed to be a vicious and dangerous beast. If we could, I'd love to take care of it before somebody gets hurt. Oh wait, I'm getting deja vu, like something similar's happened here before. A monster that only appears with thunder. Ah, that's a cool story. If we see the thing, I say we take a swing at it. Der Plan klingt doch gut. Aber wo er es gerade erwähnt, das kommt mir irgendwie auch mal so bekannt vor. Gab es nicht mal so eine ähnliche Quest auch mal hier im ersten Xenoblade Chronicles Teil? Ich glaube schon, ne? Da bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass da mal was war. Auch irgendwie eine Quest mit einem Gegner, der nur bei Gewitter erscheint. Ja, das war schon mal das erste Gespräch. Das zweite war ja dann... warte mal, ich habe hier noch eine Quest offen. Kochen mit Rex Teil 3. Oh, das ist schon verfügbar. Ja, ich glaube ja, das hatte ich zwischendurch schon mal angefangen, aber ich konnte es nicht weitermachen, weil mir da noch eine entscheidende Zutat fehlte. Mann! Wieso verwechsle ich immer die A- und die B-Taste verdammt nochmal? Meine Güte! Langsam nervt das ein bisschen. Ja. So, und dann ist ja noch der da. Level 70. Tja, mit dem werde ich mich erstmal noch nicht anlegen können. Das wäre wahrscheinlich reiner Selbstmord. Aber wir sehen uns das hier mal an. Glimmer. What is it all of a sudden? A long time ago. I made a decision here. That no matter what it cost me, if it's for the people that count on me, if it's to live up to their trust, I'd walk through hell and high water, and gladly. So... Why are you telling me this? I just want you to know that you're never alone. Okay. I'm not following. It's fine. Don't worry about it. I've said my piece, that's enough for me. I'm pretty sure that's what she wants too. Sie, hä? Tja, frage mich ja eigentlich, ob es wirklich eine Möglichkeit gibt, hier noch irgendwas darüber herauszufinden, was eigentlich aus den beiden geworden ist.
So, hier war ja auch noch eins. Okay, dafür muss ich eigentlich ja den Ort hier machen. Denke ich mal zumindest. Ja, genau, von hier aus komme ich eigentlich ja dann eigentlich ohne Probleme dahin. Naja, bei manchen Sachen muss ich echt hier wirklich ein paar Umwege gehen. Du bist mir doch jetzt nicht gerade abgeschmiert, oder? Bitte? Es dauert gerade so lang. Ja, also meine Switch ist an, aber aus irgendeinem Grund habe ich gerade lange Ladezeiten. Okay, gut, es geht. Das ist manchmal echt ein bisschen merkwürdig. Da ist ja schon mal das nächste hier. Ja, und das hat eigentlich auch mit diesem Ort hier zu tun. Matthew, this place. Kyra's settlement. We were going to build a second city. Her family and others came here to lay the groundwork. Huh. And now, there's not even a single city left anywhere. But I swear, I'll rebuild it one day. In memory of Granddad. And all the other fallen. Yeah. Ah, right. I've been meaning to say this for a while, but once the city's rebuilt, you'll come with, won't you, eh? You know you'll always be welcome. That's, well, that sounds good, actually. I'll think it over. Ja, wieso eigentlich nicht? Naja, wir wissen ja eigentlich ja schon längst, dass Aya gar nicht ursprünglich aus der City stammte. Auch wenn sich ja Matthew eigentlich ja nie wirklich Gedanken darüber gemacht hat, beziehungsweise er wusste es ja nie genau. Aber trotzdem, naja, sind die beiden ja irgendwie miteinander klargekommen. Ich frage mich eigentlich ja, wie das eigentlich mit den beiden so wirklich gelaufen ist, wie sie sich eigentlich ja wirklich begegnet sind. Ich meine, klar, Matthew hatte ja geglaubt, ey, stamme auch aus der City, aber... Natürlich frage ich mich ja irgendwie, ja, warum sie sich eigentlich ja überhaupt eigentlich ja Matthew angeschlossen hat, um gemeinsam mit ihm die anderen Bewohner zu suchen. Ich glaube, das wurde nicht so genau erklärt. Looking out at it like this, you really gotta admit, this world is crazy huge. Matthew, the world truly is vast. Far more than you'll ever know. And filled with mystery. And while we're not currently in the position to travel it at our leisure, one day soon, you should let your feet walk it from end to end. You would stand to gain much from the experience. Who knows? You may even discover a new land for the people of the city to call home. Huh. You were a rover then, eh? You know, I may well have been. Why is everything you say so damn elusive? Tja. Es ist halt einfach ihre Art, würde ich sagen. Aber klar, den Gedanken, den sie ja jetzt hier hat, der ist gar nicht so schlecht. Ein neues Land entdecken, in dem die City-Bewohner dann in Frieden leben können. Ich meine, sollen sich Agnes und Kevis hier auf diesem Kontinent doch gegenseitig die Köpfe einschlagen? Hauptsache, die City-Bewohner haben dann die Ruhe. Das wäre tatsächlich eigentlich auch eine sehr interessante Alternative. Aber Fakt ist ja natürlich hierbei, dass ja Matthew und auch die anderen City und auch einige andere City-Bewohner tatsächlich den Wunsch hegen, mit Kevis und Agnes ja irgendwie ja eigentlich ja möglichst friedlich zusammenleben zu können. Also dass alle sich ja hier diesen Ort teilen. Auch wenn es nicht gerade einfach ist. So, da hinten geht es ja weiter. So, ich wollte mir eigentlich ja noch mal kurz was anschauen. Das war hier so ungefähr. Hier ist ja noch ein unbekanntes Mastsignal zu entdecken. Ich glaube aber nicht, dass wir das jetzt schon sehen können, oder? Es ist ja irgendwo hier an diesem Ort. Gut möglich, dass es eigentlich auch nur zu einer bestimmten Uhrzeit oder so kommt. Ich könnte ja mal probieren. Warte mal, falscher Ort. Hier ist es ja, System, Zeit einstellen.
Gehen wir mal auf, 21 Uhr. Und? Passiert eigentlich ja nichts, außer dass der Baum hier so schön leuchtet. Das hat was. Sogar auch was richtig Beruhigendes. Da würde ich schon mal so ein bisschen näher rangehen. Einfach mal hier unter diesem schönen Baum einfach mal hier so zu chillen. Hat ja irgendwie was. Ja gut, hier ist ja eigentlich noch ein einzigartiger Gegner. Ich glaube, das war auch ein relativ starker hier, oder? Feste der Verbannung? Ich glaube schon, dass da irgendwas war, das jetzt nicht gerade unbedingt gesund für uns wäre. So, dann wollte ich mir ja den Bereich hier nochmal ansehen. Hier war ja eigentlich auch noch immer noch ein Aetherlift, den wir bauen könnten. We've arrived. Where to next? Da hat mir aber, glaube ich, noch ein bestimmtes Item gefehlt, aber ich weiß nicht, ob ich es schon habe. Ich weiß ja noch nicht mal, ob es überhaupt eigentlich ja jetzt hier zu finden war. Oh, wir haben es da. Wir haben es da. Den Smaragdschnee. Nothing like a bit of DIY. Der war tatsächlich also irgendwo in den Bergen zu finden als reguläres Item. Jetzt komme ich also endlich da runter. Das habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt. Ist das überhaupt möglich, da an diesen Ort runterzukommen? Und jetzt sind wir endlich hier. Yeah! Ja gut, hier sind tatsächlich ein paar starke Gegner. Ja gut. Und ja, tatsächlich ist auch hier der Pharonis, den wir eigentlich ja damals hier zerlegt haben. Also den die Möbius ja damals hier benutzt haben. Ah, alle Reisepunkte sind fertig. Sehr schön. Genau, einer der Möbius hat ja eigentlich ja hier zwei Pharonis miteinander verschmolzen. Jeweils einen aus Agnes und einen aus Kevis. Und, oh yeah, das hier ist mal Areal, das jetzt wirklich als Herausforderung dienen könnte. Besonders der Große, da tut es mir doch tatsächlich etwas an. Naja, okay. Ah, was sagt man dazu? Hier ist sogar ein Citybewohner. Hi. Entschuldigung, ich... Ruhig, Blut, wir sind die Guten. Wir sind auf der Suche nach Überlebenden aus der City. Wir werden dich in Sicherheit bringen. Oh, ich bin gerettet? Mein Name ist Emrin. Ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll. Ich bin sicher, du hast einiges durchgemacht, aber keine Sorge, bald kannst du dich erstmal von den Strapazen erholen. Danke, wirklich tausend Dank. Ja, Emrin ist jetzt in der Obhut von Kolonie 9. So. So, hier ist ja eigentlich ja noch mehr los. Ich sollte ja natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Also der Ort hier ist ja natürlich nicht gerade ungefährlich. Aber es ist ja schön, dass ich endlich mal hier runterkomme. Oh, was sagt man dazu? Hier ist eine Kolonie. Alte Front von Lebregia. Ja, das wird auf jeden Fall noch hilfreich sein, wenn wir das Collecticon vervollständigen wollen. Oh Mann, der ist aber ein bisschen fies. Oh, und hier ist Panoramagespräch. Oh, das mache ich noch schnell. Aber dann ist auch eigentlich erstmal Schluss für heute. Und den Rest, den mache ich dann ein andermal. Also, lass mich mal kurz gucken, wie sieht es eigentlich überhaupt mit der Karte hier aus? Eigentlich kein allzu großes Gebiet mehr. Also ich glaube, es ist ja nur einmal hier kurz rumherum. Ein paar Orte noch mal kurz ansehen. Zu sehen, was hier alles rumliegt. Ein paar Geheimnisse liegen vielleicht noch hier rum. Aber sonst ist hier weiter eigentlich ja nicht viel. Also das ist eigentlich, glaube ich, auch etwas, das ich lieber stattdessen einfach mal offscreen erledigen kann. So, schauen wir uns mal hier alles an. Fusing a Kavessian Agni and Pharonis together? This is inconceivable. I hear there's a Möbius who researches Pharonis flame clocks, developing experimental tech and what have you. Might be his handiwork that this was based on.
Yeah. But you know what? No, what? It must have taken a lot of engineering to make it work. I'm really curious. Wish we could bring it back for analysis. Uh-oh. Here comes Shulk's fatal weakness. I agree, Shulk, sir. I want to study it too. Don't encourage him. Ah, ja, weder Vater, so der Sohn, würde ich mal sagen. Die beiden haben aber auch wirklich nichts anderes als ihre Forschungen im Kopf. Naja, so sind sie halt. Ich meine, Shulk hat ja eigentlich auch damals schon im ersten Teil gerne an Sachen rumgebastelt. Er hat ja auch sogar für die meisten Koloniebewohner ja auch die Waffen entwickelt. Zusammen ja auch damals mit Dixon. Aber naja, das ist ja eine andere Geschichte. Okay, gut, ich würde mal sagen, bevor wir dann hier zurückgehen, obwohl, warte mal, da sehe ich noch einen Container liegen. Auf welchem Level sind wir eigentlich ja gerade? Wir sind Level 49, also eigentlich könnte ich mich ja trotzdem hier nochmal ein bisschen durchprügeln. Die meisten Gegner hier würde ich auf jeden Fall locker schaffen. Aber, ja gut, das mache ich dann vielleicht wirklich erst ein andermal. Also ich bedanke mich dann erstmal hier fürs Zuschauen und dann geht es beim nächsten Mal weiter, wenn wir wieder zurück in die Schwarzen Berge gehen, um dort eigentlich auch die Gefängnisinsel zu erreichen. Dieser nette Abstecher hier war aber auch mal ganz toll. Also wie gesagt, ich werde mich eigentlich ja vielleicht noch mal so zwischendurch mal ein bisschen da dran setzen, hier alles zu erforschen. Ich bin mir sicher, hier werden wahrscheinlich auch sicherlich einige Relikte und andere seltene Items hier noch zu finden sein. Ich muss ja eigentlich ja unter anderem ja immer noch hier die letzte Harmonien-Lizenz ja noch finden, damit wir ja jetzt endlich mit allen Charakteren alles hier freischalten können. Aber na gut, das wird ja wie gesagt immer noch ein bisschen dauern. Also dann, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Xenoblade Chronicles 3. Bis zum nächsten Part und tschüss!